ADAC Mittelrhein e.V. Nachgefragt bei. Ein herzliches Willkommen aus der Domstadt zu unserem neuen Format Nachgefragt bei der Dialogserie beim ADAC Mittelrhein e.V. Wir sind heute zu Gast auf dem Hausboot der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt GmbH, kurz KD. Tourismus in Corona-Zeiten, wo geht die Reise hin? Dazu befragen wir heute unseren Touristikvorstand Dr. Achim Schlömer, seines Zeichens auch Geschäftsführer der KD. In diesem Sinne sage ich Leinen los. Ja, Herr Dr. Schlömer, wir sind heute auf der Rhein Fantasie an Bord. Sie haben in dieses Schiff, aber auch in viele andere im Winter viel investiert in die Instandhaltung. Wegen Corona mussten Sie die Leinen ziehen und konnten nicht wie geplant in die Saison starten. Wo geht denn aktuell die Reise hin? Ja, Saisonstart war insgesamt dann 6 Wochen später. Am 15. oder 16. Mai durften wir wieder starten, allerdings mit sehr, sehr wenig Gästen an Bord. Das lag nicht an den Hygienekonzepten, die wir vorgelegt haben, um entsprechende Abstände auf dem Freideck zu haben, sondern eher noch an einer sehr, sehr verhaltenen Nachfrage der Gäste. Und es hat sich erst seit der 2., 3. Juliwoche jetzt besser entwickelt, dass die Gäste auch wieder ein bisschen mehr Vertrauen haben, dass mehr Gäste da sind und sich so langsam etwas wie ein Alltagsgeschäft entwickelt. Aber davon sind wir wirklich noch meilenweit entfernt. Hat denn Corona die Reise- und Touristikbranche am härtesten getroffen? Ja, also ich wüsste jetzt keinen, der behaupten kann, dass er härter getroffen ist. Und die Betroffenheit hält ja an. Also wenn wir jetzt hier auf einem Freideck sitzen, das Gefühl haben, das Geschäft läuft wieder halbwegs normal, dem ist überhaupt nicht so. Es sind keine internationalen Gäste da, es sind keine Reiseveranstalter da. Es dürfen keine Messen, keine Events, keine Partys, keine großen Veranstaltungen stattfinden. Das heißt, alle aus der Tourismusbranche, inklusive Gastronomie, Hotellerie, Freizeitanbieter, wie wir das sind, sind massiv getroffen und werden, glaube ich, auch eine ganze Zeit brauchen, bis sie diesen ordentlichen Schlag verdaut haben. Aktuell rollt ja auch eine Insolvenzwelle auf die Tourismusbranche zu. Von wem erwarten Sie Unterstützung? Also die Unterstützung ist tatsächlich vielfältig. Es gibt die Möglichkeiten, wenn man denn ein solides Unternehmen war vor der Krise, das ist die Grundvoraussetzung, Unterstützung des Landes, des Bundes oder der Länder und des Bundes in Anspruch zu nehmen. KfW-Mittel gehören dazu. Es gibt die aktuell veröffentlichten Möglichkeiten für Überbrückungshilfen, für immer mal Fixkosten, die bislang über andere Hilfsprogramme so nicht abgedeckt werden konnten. Das heißt, Hilfestellung ist da, die Branche wird gehört und es ist auch tatsächlich notwendig, weil solche tiefen Einschnitte und solche engen Liquiditätssituationen, wie wir sie jetzt erleben, durch die ganze Branche hindurch, hat es, glaube ich, so noch nicht gegeben. Auch der ADAC musste seine Reisebüros und seine Geschäftsstellen schließen. Wie kann der Tourismus aus Ihrer Sicht gerettet werden? Also, dass die Geschäftsstellen und die Reisebüros zumachen mussten, ganz klar. Notwendige, sinnvolle Hygienemaßnahmen und Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise. Tourismus, im Moment brauchen wir alle Betriebe in der Branche Liquiditätsunterstützung. In der Regel wird sie in Form von Krediten gewährt, die müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Das heißt, ein Stück weit darf der Fördergeber darüber nachdenken, ob nicht die Betriebe, die eine Fortführungsprognose haben, diese Förderung auch zum Teil in Zuschüsse umwandelt. Das ist einfach zur Sicherung der wirtschaftlichen Basis notwendig. Ansonsten, glaube ich, hat Tourismus alle Gene in sich, um sich immer wieder selber zu erfinden, neue Produkte anzubieten. Also ich glaube, da ist die Branche in der Lage, sich selbst zu retten. Aber so ein paar Leitplanken, wie durch die Förderung, wie durch Zuschüsse, die sind einfach absolut notwendig. Weil wer nicht überlebt, der kann auch nicht mehr kreativ werden im Jahr darauf. Insgesamt ist der Tourismusbereich in Rheinland-Pfalz, aber auch in anderen Bundesländern, Nordrhein-Westfalen, sehr kleinteilig strukturiert. Jede Gemeinde macht eigene Werbeaktionen. Sollte man da nicht besser auf Kooperation setzen statt auf Konfrontation? Also ich glaube, die
Ansätze gibt es ja schon lange, dass man auch über die regionalen Partner wie eine romantische Rhein-Tourismus GmbH, Moselland-Touristik, Eifel-Tourismus auch regionale Kräfte bündelt. Das andere, Tourismus ist eine kommunale Aufgabe, nicht nur in Rheinland-Pfalz. Es wird von unten finanziert. Das wird immer ein Thema sein. Ich hoffe, dass sich irgendwann durchsetzt, dass man gemeinsam stärker ist, denn Budgets sind endlich. Und ich glaube, es gibt schon vielfältige Ansätze, wo es schon so gearbeitet wird. Aber da ist noch deutlich Luft nach oben. Ja. Wann wird denn Reisen Ihrer Ansicht nach wieder zur Normalität gehören? Also ganz ehrlich gehe ich davon aus, dass wir halbwegs normale Verhältnisse wieder im Jahr 2023 sehen und vorher einfach noch Nachfolgen aus der Krise sehen, unter anderem was die internationalen Gäste angeht. Deutschlandweit, europäisch, glaube ich, wird sich das Thema schon in 2022 wieder einigermaßen normalisiert haben, aber eben durch die Auswirkungen international gehe ich mal von 2023 aus. Oft wird es als Buzzword genutzt, Stichwort Digitalisierung. Wo besteht aus Ihrer Sicht noch Handlungsbedarf? Also ich glaube, dass wir jetzt auch in der Krise merken, dass es sehr viel notwendiger wäre, zu sagen, wo reisen Gäste hin, wo sind hohe Menschenansammlungen, wann ist zu erwarten, dass an einem Wanderweg, an der Geierlei oder wo auch immer, dass sich große Menschenmassen ansammeln. Also dieses Thema Steuern, Prozesse steuern, Auslastung steuern. Das ist ein Riesenthema und da mag Digitalisierung ein Buzzword sein, aber ich glaube, Digitalisierung, Prozesse abbilden und vielleicht auch ein bisschen, wir hatten das, glaube ich, im vorletzten Jahr war es schon auf der ADAC-Hauptversammlung mit dem Hauptredner, der gesagt hat, wir müssen auch ein bisschen nach vorne gucken können. Wir müssen sehen, wie entwickeln sich Prozesse, was wird denn morgen sein oder übermorgen sein, um schnell zu reagieren, also dieses Thema Predictive. Und das, glaube ich, ist ein Riesenthema, wo Digitalisierung helfen kann, auch Auslastung zu steuern und weitere Dinge. Mhm. Welches Reiseverhalten erwarten Sie mittel- bis langfristig? Also ich glaube, dass sich Themen, die sich vor der Krise angedeutet haben, nämlich etwas vielleicht nachhaltiger unterwegs zu sein, dass Umweltschutzaspekte, dass soziale Themen eine Rolle spielen. Ich glaube, das wird sich durchsetzen, dass alles etwas mehr Sinn machen darf. Und das ist gar keine schlechte Entwicklung. Die ist jetzt vielleicht durch Corona etwas beschleunigt worden. Und das heißt für uns wiederum mit Verändern, Produkte anbieten, veränderte Produkte anbieten, versuchen, diese Nachfrage ein Stückchen vorauszufühlen, zu sehen, was da kommt. Also eigentlich bin ich, was die Zukunft angeht, nicht für die ganz nahe Zukunft, aber für die etwas weiter entfernte Zukunft bin ich, was das Thema Reisen angeht, wirklich positiv gestimmt. Ja. Wie lautet denn dann Ihre Prognose für 2021? Das wird nicht ganz so katastrophal wie 20, aber es wird nicht viel besser. Und welche Schlagzeile möchten Sie am Ende des Jahres über sich lesen? Am liebsten keine, weil dann ist alles gut gelaufen, da sind wir gut durchgekommen. Das interessiert dann keinen. Wenn es eine Schlagzeile zu lesen gäbe, wäre es wahrscheinlich keine gute. Also bitte keine Schlagzeile. Gut. Vielen Dank, Herr Dr. Schlimmer, für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allen Dingen auch kommen Sie gut durch diese Zeiten. Und liebe Zuschauer, wir verabschieden uns heute hier von der MS Rhein Phantasia und sehen uns beim nächsten Nachgefragt bei. Dann hoffentlich auch mit ein bisschen Schatten.